Willkommen bei Cupertino. Heute stelle ich euch ein Baustellenset vor mit der Nummer 387, in den USA mit der Nummer 780, aus dem Jahr 1976. Das Set beinhaltet 159 Teile und besteht aus einem Kipplaster und einem Bagger. Es war ein Set, ein 3-in-1 Set, das ist das A-Modell. Und hier sehen wir das B- bzw. das C-Modell. Welches davon ist, könnt ihr euch aussuchen. Die Funktionen sind eigentlich richtig cool bei diesem Set. Nehmen wir erstmal den Kipplaster. Natürlich hier zum Lenken und hinten kippen. Eigentlich schnell erledigt. Viele Teile werden mittlerweile nicht mehr gebaut. Reifen oder diese beiden Elemente hier hinten. Der Bagger hat einige Feinheiten. Zuerst Schaufel vorne, schwenkbar. Die Ketten gibt es heute leider auch nicht mehr. Und mein Highlight ist eigentlich dieser Greifarm hier hinten. Da ist eine kleine Feder drin, die immer wieder automatisch schließt. Falls ihr mal die Feder verliert oder sie kaputt geht oder ausleiert, einfach mal einen Kuli aufschrauben und hoffen, dass die Feder so einigermaßen passt. Vielleicht wird es nicht der gleiche Effekt, aber bestimmt kann man das wieder ersetzen. So, Figuren waren leider keine dabei. Ich kann es mir auch leider vorstellen, warum. Wir haben hier mal zwei Figuren für euch vorbereitet. Beim Kipplaster, da passt wirklich nichts rein. Also da kann man höchstens so eine alte Figur reinsetzen und zwar auch nur den Oberkörper. Beide zur Seite. Alles andere passt nicht rein. Ist einfach nicht dafür gedacht, hat man damals noch nicht so wirklich bedacht, ob da eine Figur rein soll oder nicht. Bei dem Bagger hat man zwar etwas mehr Platz, aber da passt eigentlich auch nur eine alte Figur rein. Und eine neue Figur könnte vielleicht hier so einen leichten Schlafmodus, ja, mit ein bisschen Gewalt. Ja, so in etwa könnte sie reinpassen. Ja, ansonsten noch zu den Ketten, die sind eigentlich sehr schön aufgebaut und zwar kann man die auch schön zum Mocken benutzen, weil die von der Länge perfekt zu den Lego-Teilen passen. Ich habe nicht zwei, ich habe Noppen erwischt, aber 10 Noppen habe ich. Ja. Das ist eigentlich noch eine ganz coole Art. Also man kann hier frei drauf bauen. Wenn man die Figur raus, die ist etwas zu groß dafür. So, ich habe ein bisschen Kies besorgt. Und ja, kann einfach ganz leicht spielen. Kies aufheben, in den Kipplaster rein, kippen. Also ein Spielspaß war auf jeden Fall da, vor allem mit diesem Greifarm. Das ist das größte Highlight hier in diesem Set. Tja, das war's zum Set. Der Kies war natürlich nicht mit enthalten, die Figuren auch nicht. Aber es ist ein sehr schönes Set, ein kleines Set aus dem Jahr 1976 mit sehr viel Spielspaß. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal.